Früher war es die klassische Trennwand, das klassische Einzel- oder Zweierbüro. Das ist komplett aufgebrochen worden, weil man natürlich zwei Themen da bespielt. Das eine ist Flächeneffizienz, da braucht man sich auch nichts vormachen. Wenn man Open Space hat, kann man die Flächen einfach viel effizienter nutzen. Und das andere ist natürlich Kommunikation. Wir haben viel mit Kunden gesprochen, die dann gesagt haben, da arbeiten Mitarbeiter, die sich eigentlich nie sehen und teilweise aber an ähnlichen Dingen arbeiten. Und natürlich dieser Wissenstransfer nicht funktioniert hat. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum man halt in die offenen Flächen gegangen ist. Und dementsprechend brauchte man auf den Open-Space-Flächen wieder Rückzugsmöglichkeiten, um die Geräuschkulisse halt auch wieder rauszunehmen. Um einfach mal konzentriert irgendwo zu arbeiten oder eine kleine Besprechung zu machen, die Kollegen, die dann am Schreibtisch sitzen, nicht zu stören. Und im Open-Space-Bereich haben wir auch sehr viele Produkte, die wir da anbieten können, von der Telefonzelle über die Zweier-, Viererboxen bis hin zu wirklich großen, sehr individuellen Raum- und Raumlösungen, um möglichst die ganze Bandbreite der Anforderungen auch von unseren Kunden abdecken zu können.